Hallo und willkommen zurück zu Jedi Fallen Order. So, dann machen wir mal weiter. Wir müssen zu dem Schuh des Manitou da vorne. Dann wollen wir mal. Hui, okay, so lang konnte ich nicht springen. Aber vielleicht komme ich hier irgendwie hoch. Irgendwie hoch? Nein? Gut. Vielleicht muss ich dann einfach hier lang. Ah. Ich muss irgendwie über den Spalt kommen. Ja. Mit Spalten ist man hier schön beschäftigt in dem Spiel. Hui. Ja, wunderbar. Okay, der hat es nicht gewusst. Da ist ein Speicherpunkt. Ich glaube, den nutzen wir. Das sieht da hinten so aus, als ob ich von dem Riesenlüfter irgendwann noch filetiert werde. So, Skillpunkte habe ich wahrscheinlich nicht. Nö, ausruhen. Na naja, gut. Kann nicht schaden. Ich glaube, ich habe auch eine Riesenbeule hier am Schädel. Vielleicht ist es aber auch einfach so mein erster Skillpunkt, den ich freigeschalten habe. So, dann würde ich sagen, nonchalant durch die Tür. Nonchalant. Diese Tür bewegt sich nicht. Dann hol mal dein Lichtschwert raus und schneid das einfach auf. So. Ja, das sieht Vorsicht hier... da drüben. Sieht nicht sicher aus. Oh, ich mag genau, den kleinen Knirps auf zwei Beinen fallen lassen. Ich will mich nicht fallen lassen. Ah, ich wollte mich doch fallen lassen. Na nee, gut. Was bist du denn für ein Nacktmull hier? Nicht angreifen von unten, das finde ich immer sehr unfair. Ich kann die Vasen zerteilen. Die wirkten aber nicht so, als ob sie von einem Lichtschwert getroffen werden, sondern als ob jemand draufhaut. Ja, ich bin kein Lichtschwertexperte. Vielleicht soll das genauso aussehen. So, ich schätze mal, die Vasen sind unsere Feinde. Wie in jedem Spiel. Müssen wir einfach mal ein bisschen zerlegen. Okay. Das sind unsterbliche Vasen, kann man nichts tun. Da hinten leuchtet mich doch schon was an. Her damit. Alles, was leuchtet, gehört mir. Ein Echo, das ich wahrnehmen kann. Lerne ich jetzt... Wie er gelebt hat, hatte hier sein Lager. Lebensmittel und Vorräte. Ja. Das kann ich auch sehen, auch ohne Macht. So, hier ist ein... grünes Licht, kann ich nichts machen. Auch ein grünes Licht. Kann ich bestimmt die Macht verwenden. Na, da kann ich doch einfach durchlaufen. Na, wunderbar. Hey, das war ziemlich mutig. Alles okay? Mhm. Oh, Vater, dir geht's nicht ich helf gut. Dir dabei. Darf ich mal? Ja. Oh, schon gut. Oh, so ein süßer kleiner Racker. Schön. Na komm. Das Kombanschluss ist kaputt, aber das sollte uns für den Moment reichen. Ja, nur ein verstauchtes Fußgelenk. Das haben wir gleich wieder. Okay, versuch's. Ja, alles gut. Sehr schön. Ja, da wollte ich auch hin. Okay, also erstmal müssen wir irgendwie von ihr wegkommen. Ja. Hier ist auch ein Schalter bestimmt. Was ist denn das für eine Spezies, die da dargestellt wird? Komm, hier liegt doch so viel Zeug. Kann ich da nicht auf ein Lichtschwert anpassen? Oh. Farbe blau. Sender. Okay, Schalter, Hülse, Material. Farbe. Premium-Inhalt. Ich wusste gar nicht, dass ich das habe. Na, was nehme ich denn? Ich finde das Jaru-Tapal gar nicht so schlecht. Na gut, nehmen wir das. Schalter. Oh, hier hat so ein Drehknauf dran. Kann man bestimmt die Intensität und Größe von dem anpassen. Von Mini bis Riesengroß. Das gefällt mir auch, aber ich finde, das passt besser. Eine Hülse. Oh, Carbon-Griff auf jeden Fall. Und Material? Pures Gold. Maigete Umbara-Kampagne. Keine Ahnung.
Ja, dieses Silber oder Platin finde ich besser als das Kupferding. Oh, wir probieren es einfach. Werden wir bestimmt öfter machen. Ja, coole Farbe. Und dadurch habe ich ein Achievement bekommen. Sehr schön. BD, das ist viel zu klein für mich. Keine Sorge, ich bin schon selber raus. Der Eng, es wird schon gehen. Natürlich geht das hier. Oh, ist die Tür jetzt offen oder war man hier noch gar nicht? Nee, hier war man ja noch gar nicht. Oder? Doch, da ist die Kochzeile. Wo sind denn die Leichen von den Nacktmulls hier schon wieder hin? Shorty spawns. Das Spiel ist aber ordentlicher als ich, was das Aufräumen angeht. So, lass das Lichtschwert mal draußen, sonst sehe ich hier gar nichts. Das sieht jetzt ein bisschen komisch aus, aber... So, da blinkt was, das hilft mir nicht. Na gut. Die Ranken führen doch irgendwo hin. Hoffentlich stabil. Ich bin mir sicher. Ach, ich muss rechts gedrückt halten, um die Umgebung zu erhellen. Ja, haben wir das auch mal gemacht. So, da sind wieder heimtückische Vasen überall. Ja, ich glaube, wir kommen schon klar. So. Ja, ich will doch eigentlich nur darüber. Spiel, was willst du denn von mir? Soll ich darüber? Okay, das ist merkwürdig. Nach links hat es mich nach unten geschickt, aber das war anscheinend der richtige Weg dann. Ist es halt so. Das ist nicht ganz ideal, aber das sind nur kleine Beschwerden. Das sieht nicht gut aus. Tja, ich hab's trotzdem gemacht. So. BD1, du musst ohne mich weiter. Ich bin schockiert. Heilen. Was denn das? Ein Heilungsstim. Du bist voller Überraschungen. Das ist doch ein Zäpfchen, oder? Nee. Okay. Sonst wäre das hier unangenehm geworden und ich hätte wieder was zensieren müssen. Na schön. Und auf ein neues. Ja. Lass mal uns nochmal schocken. Oh, willst du getätschelt werden? Hier. Komm an Bord. Sehr schön. So. BD1 kann Kerl mit erneuerbaren Stim-Behältern heilen. Sehr schön. Was soll ich da sagen? Hier, wir machen mal die Deckenstabilisierung weg. Kann nur schief gehen. So, was haben wir hier? Hier können wir schneiden. Hui, ein Seil. Kann ich das auch runterlassen? Ah, ist jetzt anscheinend schon unten. Müsste man nicht immer den langen Weg gehen? Was bist du denn? Ist okay, wenn wir uns daran bedienen? Oh, bestimmt. Was war da drin? Neuen Sender erhalten. Kann ich jetzt Kabel 1 empfangen? Du kannst Lichtschwertteile auf Werkbänken in allen Teilen der Galaxis und auf der Mantis ausrüsten. Okay, das haben wir ja schon gemacht. Glaub dann, dass das der richtige Weg ist. Hier war man zumindest noch nicht. Ich fühle es. Ja, ich fühle es auch. Vor allem, weil es uns dreimal gesagt wurde. Ja. Heurika! Klappt doch. Ein Scan? Du hast alles kartografiert. Gut gemacht hast du das so. Ja, hier gibt es eine Verbindung, dann gibt es da was Rotes. Hier gibt es was Rotes. Aha, sehr schön. Ebenen umschalten, ist das nicht toll. Ich schaff's nicht darüber. Es muss noch einen Weg geben. Ja, schließen. Es muss also noch einen Weg geben. Was ist denn das hier unten alles? Schau, wieder so ein Nacktmull. Und hier kann ich anscheinend nicht drüber klettern. Da sind böse Kreaturen. Hier wurde mir gesagt, dass das der falsche Weg ist. Weiß nur nicht, ob sie sich ganz sicher sind. Komm schon!
Sorry. Das sieht doch genauso aus, als ob man da klettern sollte. Na gut. Das ist mal ein Game Design hier. Aber hier kommt man zumindest runter. Ja. Und auf Wiedersehen. So, da ist eine... Ich kann die scannen. Warum kann ich die scannen? Eine Bogratte bist du. Und hier ist eine Truhe, die ich beinahe übersehen hätte. Her mit dem Zeug. Ah, das... Neues Ponko-Material erhalten. Schön für mich. Mist. So, beim zweiten Versuch klappt doch alles. Dann wollen wir mal meditieren. Ja. Ruhst du dich aus? Respawn deine Gegner. Gut zu wissen. Wusste gar nicht, dass wir hier solche Souls-like-Elemente drin haben. So. Ist egal. Bis jetzt sind die Bogratten noch nicht das größte Problem. So, hier ist ein was? Ein Echo, das ich wahrnehmen kann. Da hat irgendwer was reingeritzt. Damit wollte jemand unbedingt zum Gewölbe. Okay, ich dachte, er hat hier irgendwas... Na gut. Seltsame Schriftzeichen. Was soll's. So, dann liegt es ja nur nahe, dass wir hier runtergehen. Hui. Hui. Wer ist denn da unten? Da habe ich nicht die richtige Taste gedrückt. Oh, da hinten ist ein fetter Frosch. Lauf weg! Komm schon. Keine Froschgnade heute. Ich wollte doch die Macht einsetzen. Au. Was machst du jetzt? Ich bin ausgewichen. Oh, mir geht's nicht so gut. Und dem Teil auch nicht. Du hast eine schöne Zunge. Wieso streckst du sie denn raus? So, was haben wir denn hier? Ein Okto. Und du lebst auch noch hier? Nein, bleib doch da. Bleib doch da. Sehr schön. Dich brauche ich nicht scannen. So, wo ist denn mein Helfsding? Dankeschön. Jetzt geht's mir schon besser. Komm schon. Fähigkeitenpunkt erhalten. Sehr gut. Heute ist mein Glückstag. So, da ist eine Kiste, da ist eine Rampe. Ich schau ja hin. Okay, und wie? Mit der Macht? Hallo? Macht die was? Anscheinend nicht. Wir schauen erstmal hier hinten nach einer Truhe. Warum soll sonst eine so große Kröte hier sein, wenn wir nicht was zu looten haben? Also bis jetzt noch nicht, aber vielleicht können wir hier hoch. Vielleicht. Auf zu neuen Ufern und... Ah, okay. Ich kann mich ausruhen, dann ist das Riesenvieh aber wieder da. Was mache ich denn hier drin gerade? So. Hui. Ich will eigentlich zur Seite hier. Naja, schau mal. Wenn wir schon da sind, schauen wir auch gleich mal rauf. Vielleicht lohnt sich das. Ach komm, die kleine Höhe schaffst du nicht. Und wahrscheinlich ist das die Holzbalken, die hier rausgucken, auch nichts zum Klettern. Natürlich nicht. Ab ins Wasser mit mir. So. Du bist platt. Du bist auch platt. So soll das sein. Hier war doch noch einer. Ein Kalpi? Terrariumsamen? Wofür denn Terrariumsamen? So, und du bist... Was scannst du gerade? Danke, BD1. Ein Parafisch. Ja, da sind ganz viele Fischis im Wasser.
Na, wenigstens komme ich hier hoch. Du hast aber auch so ein unfreundliches Auge wie deine Kollegen. Gar kein Fan davon. So, da oben ist eine Truhe, deswegen will ich eigentlich dahin. Oh, was seid ihr denn? So Flatterviecher. Zumindest ängstliche Flatterviecher. Komm ich von hier noch darüber? Nein. Ach komm, muss ich den ganzen Weg jetzt nochmal laufen, um da hinzukommen? Weiß nicht, wie zufrieden ich damit bin. So mittel, würde ich sagen. So, ab ins Wasser. Ihr haut ab, das ist mir ganz recht. So, wie sollst du... Hä? Kriege ich nochmal mehr Samen? Nee, ein Zauber. Ich hätte gedacht, das wäre normales Gras. Siehst du was da drin? Ich höre auf jeden Fall was. Was? Und was ist das hier links? Schau mal, da leuchtet was. Ja, okay. Den Viecher nach hätte ich gesagt. Spiel. Ich weiß. Vielleicht sollte ich auch einfach geradeaus. Wer weiß das schon, aber da liegt ja was im Weg. Okay, das ist definitiv nicht die richtige Richtung. Soll ich hier nach unten? Nein. Ich habe echt keine Ahnung, was das Spiel gerade von mir will. Ich denke mal auf die Kugel dazu. Dann nach oben. Das ist doch alles... Das ist gerade ziemlich merkwürdig. Ich gebe mir Mühe, dahin zu springen. Ich kann doch nichts dafür. Dafür konnte ich was. Sicher Spiel? Sicher, dass ich sicher bin, was ich hier machen muss? Also E zum Klettern drücke ich. Ich kann hier auch Zeug erhellen. Ich komme hier trotzdem. Hier ist wieder dieser glitschige... Was? Versuch's erneut. Es ist schwierig, Meister. Ja, der Weg. Da bin ich als kleiner Pimpf. Es mag unmöglich scheinen, aber mit Beharrlichkeit überwindest du jedes Hindernis und mit der Macht als Verbündetem. So meisterst du jeden... Ein Glück hatte ich ein Glow-Up. Das Kind ist nicht sehr... Ich soll dich versuchen zu erreichen. Gut, Padawan. Fokussieren. Erneut. Auf ein neues. Vertrau dir selbst. Ja, Meister. Plump. Meister. Meister, was willst du von mir? So, dann nochmal hier hoch. Wandsprung. Mist. Muss einfach üben. Das ist der Fehler. Gut. Nochmal. Hui. Jetzt komm her zu mir. Geschafft. Mit Beharrlichkeit und der Macht als Verbündet. Oh. Ich erinnere mich an alte Tricks. Sehr gut. Wandlaufen. Ja, coole Fähigkeit, bisschen schmerzhafter hinzukommen. Die Abkürzung nochmal? Wie ist die? Wo bin ich denn? Ich bin hier. Nach links, da ist... Was ist denn das für eine Tür? Geblockt. Na, da ist was entblockt. Hier ist so ein Kringel, ist ein Speicherpunkt, okay. Naja, wir werden da schon hinkommen. Wandlauf. Ja, mag ich die Fähigkeit. Und wie komme ich hier hin? Vielleicht muss ich mich von der Seite da fallen lassen und dann wieder... Ich weiß es nicht. Ah, wär cool, hätte das geklappt.
Hui. Vielleicht komme ich so rein. Nein, lass dich fallen. Ach komm. Wieso muss ich in dem Spiel so viel denken? Dachte, den Part hätten wir hinter uns. Vielleicht hier irgendwie? Nö. Nö, nö, nö. So, wie wichtig ist mir die Truhe eigentlich so mittel? Es wäre halt schon cool gewesen, wenn ich noch rausgefunden hätte. Vielleicht kommen wir auch erst später dahin. Keine Ahnung. Dachte, ich könnte mich hier zumindest ein bisschen ranhangeln. Sieht aktuell nicht so aus. Da komme ich auch nicht hoch. Vielleicht bringt das was. Nö. Auch nö. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich hier irgendwas richtig mache. Alles falsch machen kann ich auch nicht. So, vielleicht müssen wir hier in die Mitte. Wer weiß das schon. So, hier nach oben kommen wir von dort aus nicht. So, Speicherpunkt. Mitte bringt mir... Ah, vielleicht wenn ich einfach da durchspringe. Nein. Ich habe mein Bestes versucht. Na gut, dann versuchen wir was anderes. Hier wäre die Frage, da habe ich ja die Fähigkeit kennengelernt. Ach, da hinten geht es nicht weiter. Okay. Dann ist das schon die Lösung von dem Rätsel gewesen. So, dann wollen wir nochmal nach oben. Wird man mich loben? Also hier komme ich definitiv aktuell nicht hin. Ach komm schon. Streng dich mal ein bisschen an, Kerl. Bist doch ein Jedi. So. Dann machen wir das gleiche nochmal, nur ein bisschen besser. Na also. So. Vielleicht müssen wir erst hier irgendwie was hinkriegen. Kann ich das noch kaputt machen? Nö. Ist nur da als Deko. So, dann komme ich aber inzwischen hier rüber. So viel habe ich gelernt. Hui. Und wenigstens die Truhe bekomme ich. Ja. Schau mal, was da drin ist. Was war da drin? Neue Lichtschwertschalter erhalten. Wunderschön. So, ein Fahrstuhl. Na, funktioniert sogar. Abkürzung freigeschalten. Das ist doch mal was. So, dann schätze ich mal... Gut, Wandlauf. Ne, wir können ja... da ist ja das Riesenvieh, was wir ganz am Anfang gesehen haben. Was seid ihr für fiese Fieslinge? Kann ich euch ausscannen? Ja, natürlich kann ich das. Und ihr seid was? Splokse. Ja, sehr gut, dass wir jetzt Splokse identifizieren können. Da ist ja noch ein Splocks. Aus dem Hinterhalt wollte ich da nicht unbedingt angegriffen werden. So. Was ist denn hier? Eine sehr feuchte Höhle. Ja, schauen wir mal. Zumindest erkunden kann man in dem Spiel echt einiges. Und vor allem auf die Fresse kriegen. Kannst du das hacken? Na dann hack mal. Aber du gegen die Bockratte? Mutig. Erstmal hier neue Lichtschwertkomponenten für Papa. Mut und Weisheit 2. So, und wie geht das zu hacken? Ich glaube, das war gerade das Tutorial. Habe ich es abgebrochen oder geht es einfach nicht? Keine Ahnung. So, was haben wir denn noch? Hui. Ach, da sind wir wieder am Anfang. Na, aber jetzt kann ich ja theoretisch an der Wand entlang laufen. Na also. Irgendwie haben wir es ja geschafft. Sehr schön. Wettrennen?
Wieso ist der Roboter so schnell? Heil mich mal lieber. Sehr gut. Ja, würde ich aber auch sagen. Wir sind noch nicht fertig. Okay, okay. Wahrscheinlich hättest du gewonnen. Wahrscheinlich. Ja, so. Dann wollen wir mal die Fertigkeiten anschauen, die wir als nächstes freischalten. Einen Punkt haben wir zumindest. Sprintattacke. Sprunghieb, Überlebensfähigkeiten, maximales Leben erhöht sich und maximale Macht erhöht sich. Ich würde sagen, Leben ist immer gut, her damit. Maximales Leben erhöht sich. Wunderbar. Ja, brauchst mir nicht so lange anzeigen. Dann wollen wir uns nochmal ausruhen. Leben, Fokus und Stimbehälter wurden aufgefüllt. Das ist doch wunderschön. So, dann können wir aber hier durch die Tür gehen. Oder zumindest eine Machterfahrung nochmal haben. Oh je. So sehe ich auch immer aus, wenn ich versuche zu denken. Es geht immer so sehr auf die Rübe. Das sieht schon so unfreundlich aus. Da will ich nicht unbedingt rein. Ich leuchte mir mal den Weg. Anscheinend nicht. Seh nix, seh nix, seh nix. Sieht cool aus. Seh wieder was. Ja. Sieht schon fancy aus. Was soll ich denn scannen? Hier das Schlüsselloch. Muss bestimmt ein Lichtschwert rein. Geht's dir gut, BD? Gut gemacht, wer du auch bist. Dankeschön. Die Prüfung, die ich hinterließ, hast du bestanden. Und hast Zugang zum Gewölbe und dieser Aufnahme. Einem von vielen verschlüsselten Logs, gespeichert in diesem Droiden. Ich bin Meister Ino Cordova. Ich kenne vielleicht deinen Namen nicht, aber deine Aufgabe. Ich bin das Kerl. Das Schicksal des Ordens der Jedi liegt in deiner Hand. Oh je. Dieser Seid ihr euch sicher, dass das eine gute Idee ist? Gewölbe ist ein heiliger Tempel. Erbaut von einer vergangenen Zivilisation namens Sepho. Ich meditierte hier und erhielt eine Vorahnung durch die Macht, eine Vision des Untergangs. Ich platzierte in diesem Gewölbe ein Jedi-Holokron. Glaubt, du hast eher ein bisschen Gras hier geraucht in dem Gewölbe. Und Aufenthaltsorte junger Machtbegabter aus der gesamten Galaxis. Vor dir befindet sich die innere Kammer des Gewölbes, aber auch ein weiterer Test. Ich vertraue das Holokron nur jemandem an, der meinem Weg gefolgt ist und ihn auch versteht. Suche die versteckten Gräber der drei Weisen und lerne die Geheimnisse der Macht wahrzunehmen, so wie es einst die Sepho taten. In diesem Droiden findest du alles Nötige, um bei dieser Reise erfolgreich zu sein. Na gut. Geh zur Heimatwelt der Sepho. Dort wirst du Frieden finden im Auge des Sturms. Das klingt doch gut zur Abwechslung mal. Viel Glück, Jedi. Dankeschön, Jedi. Und möge die Macht mit dir sein. Ja, ja, mit dir auch. Ich wünschte, ich hätte auch so eine Frisur wie der. Auch so die Haarfarbe, das dann ist weißt du, wo extrem der jemand, cool. Den ich treffen sollte. Setz dich doch nicht ins Wasser, sondern auf das... Die Erhöhung, wo du keinen nassen Arsch bekommst. Weißt du, ich war allein. Das... Tja, ziemlich lang. Ohne jede... Aufgabe, nur versteckt. Und jetzt... Weiß ich gar nicht mehr, wie sich eine richtige Berührung anfällt. Ein Jedi. Oder ein Droid. Hast du eine Öffnung? Können wir vielleicht miteinander... intim werden? Das Verstecken hat ein Ende. Hey, kommst du mit zu ein paar Freunden von mir? Na, wunderbar. Der hätte sich einfach auf dieses Steinteil setzen müssen, das ist nicht feucht. Na gut, wir müssen zu den Sevrus. Servus. Oh, hier muss ich einfach durch. So. Ja, ja, wieder schön reinkriechen. Na also. Können wir noch irgendwas machen hier? Irgendwas zum Looten? Oh, ich kann was scannen.
Hier sind zumindest eine Vase weniger, als da sein sollten. Opfergaben. Und hier ist noch was zu scannen. Inschriften. Na gut. Kann ich nicht lesen. Was soll's. Ich hab gefunden, was ich sehen sollte. Hört sich ganz so an. Wir warten. Schön, dass ihr wartet. Hui. Oh nee. Nein, ich weich aus. Ich weich aus. Hat nicht so gut geklappt. Ich weich aus. Ja. Du fette Kröte. Du fette Kröte. Du hast aber einen ganz schönen Heißhunger auf Jedis. So. Kannst du mir mal helfen? Ja, sehr gut. So, das ist hier schon gescannt. Wo muss ich denn lang? Ich glaube einfach geradeaus erstmal. Wird schon passen. Oh, was sind denn das hier für Skelette? Müssen wir eigentlich ausgraben. Scannst du wieder? Na hoffentlich, das ist ja ein Riesenteil. Ein mysteriöses Skelett, so hätte ich das auch bezeichnet. Was bist du? Eine Kabelbox. Geht's da noch irgendwo hin? Von der anderen Seite ist die Tür verschlossen. Ja gut, das hilft mir jetzt nicht. So. Kommen wir wenigstens hier durch. Und was ist das? Ein cooles Graffiti eigentlich. Mein Freund. Anscheinend waren die Sepho interessiert an Datomir. Was ist denn Datomir? Dass eine so friedliche Kultur diese Faszination hegt für einen Ort, der nur eins ist. Dunkel. Naja, man muss sich ja irgendwie vom Dunkel auch schützen. Kann es ja nicht einfach wegignorieren. Ah, cool. Datomir als Reiseziel freigeschalten. Und was war das hier? Ein verblasstes Wandbild. Na gut. Oh, noch eine Abkürzung freigeschalten. Hier ist ein Haufen Schrott. Wo willst du denn, Kleiner? So, ich glaube, meditieren braucht man im Moment nicht. Da kommen wir, glaube ich, nicht hoch. Ich hätte gesagt, hier oben lang. Ich weiß gar nicht jetzt, auf was ich da gehen soll. Ich meine, wir können theoretisch... Ich kann aber nicht beide anhalten. Ich kann gerade gar nichts anhalten von der Seite. Ich glaube, ich werde gleich zerfleddert. Oder passe ich gerade so durch? Was würdet ihr sagen? Dann halt nicht. So. Ach, du kannst ja doch da drauf. Schnell. Ja. Weiß ich nicht. Sieht aber ganz interessant aus. Aber hier sind ja überall diese Teile. Komm schon. Au. Das war schmerzhafter, als es sein musste. Ich glaube, ich könnte auch einfach da klettern. Nein. Natürlich nicht. So. Schön langsam. Wieso denn? Ich war schön langsam und schön langsam. So, jetzt. Oh. Wir fangen vielleicht bei dem an. Dann der. Na gut, wir kriegen es hin. Der Checkpoint ist ja direkt hier. Wieso? Ich verstehe es nicht ganz. Der Stim hilft gerade auch nicht. Vielleicht hätte ich da oben lang sollen. Kann ich nicht einfach drauf springen?
Doch. Dann probieren wir das mit Springen. Na also. Ein Echo. Der Jedi hat an diesem Ort die Kugel studiert. Ich fühle immer noch seine Aufregung. Was denn für eine Kugel? Na egal, Machtessenz erhalten, das ist nichts Schlechtes. Oh ja, das schaltet die Lüfter aus. Wunderbar. Auf der anderen Seite wäre so ein Ding auch hilfreich gewesen. So, hier können wir nach oben. Die Frage ist, wie lang? Zumindest auf das Rohr kommen wir wieder. Kletter mal hoch. Ich würde halt gern da oben noch hin, aber ich glaube, da müssen wir von der anderen Seite. Ach, das ist die Kugel. Kann ich jetzt nicht behaupten, dass ich hier arg weiter weiß, was zu tun ist. Wandlauf wird nicht möglich sein. Ich glaube, wir müssen einfach wieder zurück. So, einmal abwarten. So. Das haben wir gut gemacht. So. Irgendwie hier ging es doch lang. Bin ich mir fast sicher, dass wir unser Raumschiff irgendwo hier geparkt haben. Da ist noch irgendwas zum Zerlegen. Und wo sind wir hier wieder gelandet? Nein, ich weiche aus. Mist. So, vor dem Bosskampf muss ich fliehen, obwohl ich respawn ja mit voller Gesundheit. Ne? Falsche Richtung. Ah, okay. Das wird mich nämlich fertig machen, dieser Octobobo. Ja, eben das. Hat er überhaupt Schaden genommen? Der sieht. Wiederherstellen. Wenn du stirbst, verlierst du alle seit dem letzten Fähigkeitspunkt erhaltenen EP. Was? Füge dem Gegner Schaden zu, der dich besiegt hat, um deine verlorenen EP zurückzuerhalten und deine Lebens- und Machtanzeige maximal zu füllen. Was für ein Mist. Wieso muss es dann so ein starker Gegner gewesen sein? Hätte ich nicht doch einen Sturmtruppler draufgehen können? Egal, das probieren wir nochmal. Kann ja gar nicht so schwer sein. Wenn er Schaden nimmt. Ernsthaft? Ich bin jetzt hier? Dann kommt doch vor mir wieder das andere Vieh. Ja. Ich weich doch aus. Boah. Die setzen mir aber zu. Weiß gar nicht. Kann ich das blocken? Könnte man vielleicht mal. Ja. Kann ich sogar parryen. Na also. Hilf dir selbst. Na gut. Ich denke aber, die Bereiche sind schon gescannt. Da hinten müssen wir auf jeden Fall hin. Also ich glaube zumindest, das mit dem Holo-Teil müssen wir nicht nochmal machen. Obwohl, wenn das Skelett... Sehen wir ja, ob wir das nochmal machen müssen. Ne, ist schon gescannt. Wenigstens was. Wenigstens was. So. Hui. So. Das haben wir jetzt hoffentlich auch schon. Ja, hier leuchtet es auch schon grün. Ja, meditieren muss man nicht unbedingt. Hier können wir an der Wand laufen und dann da und dann da. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Na also. Warum nicht gleich so? Gegen das große Vieh müssen wir vielleicht nochmal wann anders ran. Was ist da noch? Das sieht ja aus wie so ein... Wem sagen wir denn Hallo? Zahn zu, BD1. Ja, du bist echt langsam gerade. Hui. In der Feldspalte verschwunden.
Dann müsste man vielleicht einfach hier rüber. Hui! Nein. Ich brauche einen Doppelsprung. Ich hab's rausgefunden. Ich brauche einfach einen Doppelsprung. Ich glaube, das machen wir im Moment aber nicht nochmal. Ich will doch nicht da unten hin, oder? Dachte, ich will einfach da wieder zu meinem Schiff. Obwohl, da unten hin passt schon. Hab den Weg identifiziert. Na also. Irgendwas kriege ich ja auch mal hin. Ist das nicht schön? So. Oh, was hast du denn noch gefunden? Ach, diese Löcher. Danke dir. Eine Boggling-Gang. Machen die Gang-Zeug. Haben die auch so krasse Aufnahmerituale? Du hast bestanden. Dankeschön. Gerüstet von BD1? Komm an Bord. Wir reden drin. Ihr könnt mir so langsam mal ein bisschen mehr sagen. Das ist Grease. Hey, Grease. Was ist das? Runter von meinem Sofa, runter von meinem Sofa. Geh weg, raus hier. Das ist BD1. Einer von uns. Mir egal, zu wem er gehört. Hast du eine Ahnung, wie schwierig es ist, Ölflecken aus dem Sofa rauszukriegen? Buttoli-Gewebe ist empfindlich. Eigentlich nicht. Ich hoffe, du hast noch was Besseres gefunden als diesen Droiden. Komm runter, Grease. Das hat er. Das hab ich. Das Gewölbe stammt von einer alten Zivilisation, den Sepho. Ein Jedi namens Ino Cordova hat irgendwas darin versteckt. Was hat er darin versteckt? Ein Holochron aus den Archiven. Es enthält eine Liste machtbegabter Kinder. Die nächste Generation der Jedi. Ich wusste es. Ach, Cordova, du alter Narr. Ihr kennt den Mann? Ja. Es ist ziemlich lange her. Ich war damals seine Schülerin. Oh. Cordova war ein Einzelgänger. Außer dem kleinen Droiden und mir weiß wahrscheinlich niemand von Vogano. Halt, Moment mal. Ein Holo, was? Holocron. Es speichert Informationen, aber nur Jedi haben Zugriff. Ja, das ist bald praktisch. Nutze die Macht. Danke. Ja, das ist ein Würfel. Hier spricht Meister Obi-Wan Kenobi. Ich bedauere berichten zu müssen, dass unser Jedi-Orden sowie die Republik gefallen sind. Nein. Mit dieser Liste von Machtbegabten könnten wir den Orden wieder aufbauen und das Imperium besiegen. Okay, kein Problem. Holen wir sie. Aber sehr gut. Aber das Holochron ist tief im Gewölbe versteckt und wir müssen zuerst Cordovas Pfad folgen. Er hat was über den Planeten Datumir gesagt und über eine Sepho-Heimatwelt. Also gut, wohin fliegen wir? Ich frage nur, weil ich sonst was Schmackhaftes gebrutzelt hätte. Hör zu, bevor es losgeht, muss ich noch was wissen. Warum blinzelst Warum du nicht? Kein Jedi mehr? Ich hatte ein Erlebnis und sehe jetzt vieles anders. Darum habe ich mich von der Macht getrennt. Ein Erlebnis? Aber den Orden wollt ihr wieder aufbauen? Ich glaube, dass der Wiederaufbau des Ordens unsere beste Waffe gegen das Imperium sein wird. Der alte Orden hat's doch auch nicht geschafft. Dass ich mich nicht ewig vor dem Imperium verstecken kann, also habe ich keine andere Wahl. Kerl, solange du lebst, wirst du immer eine Wahl haben. Wieso, wenn ich tot bin, habe ich keine Wahl mehr? Sind dabei. Datumir oder Sepho, du hast die Wahl. Sepho, würde ich sagen. Kann ich hier noch was machen? Interagieren? Was ist das? Was? Hast du noch nie ein Terrarium gesehen? Nein. Schon, aber da sind doch sonst Pflanzen drin. Ich war damit beschäftigt, dich durch die Galaxis zu chauffieren. Aber du könntest mir ein paar Samen mitbringen. Dachte, du hast die Natur. Wenn sie da draußen ist, schon. Aber hinter einer ausreichend dicken Umbara-Glasscheibe... Da geht mir das Herz auf. Gut, mal sehen, ob ich welche finde. Ich hab doch welche gefunden. Kann ich die nicht einfach einpflanzen? Was beginnt zu wachsen? Mein Kalpi? Sehr schön. So. Dann würde ich aber sagen, wir sind am Ende der Episode angekommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.